Okay, was ist eine weitere Folgerung aus dem ganzen Konzept, dass ich jetzt mehrere Verbindungen habe? Eine weitere Folgerung ist, dass es Knoten geben kann, die da irgendwie dranhängen an so einem DLBD-Verbund, aber keine direkte Verbindung zu allen Primaries haben. Das nennt sich dann, es ist ein Weak Node oder ein Weakly Connected Node. Also das heißt, hier auf der linken Seite ist das der Knoten links unten. Das ist ein Secondary, der an dem anderen Secondary noch so dranhängt. So wie es DLBD-9 sein wird, wird dieser Weakly Connected Node keine Daten-Updates bekommen, sondern der hängt da nur dran. Das heißt, dessen Disk-State geht dann auch automatisch nach Outdated. Ja? Das heißt, das ist ein Zustand, den man jetzt nicht im normalen Betrieb haben wird, aber indem ich halt diesen Cluster hochfahre, runterfahre, indem irgendwelche Ausfälle passieren, kann es immer dazu kommen. Und ja, Sie sollten dann wissen einfach, was bedeutet weak, wenn ein Knoten das Flag weak hat. Ja, auf der anderen Seite, genau, strongly connected sind Knoten, die diese Regel erfüllen. Auch eine Kette aus Secondaries ist strongly connected. Und ja, auch daraus ergeben sich wiederum ein paar interessante Folgerungen. Zum Beispiel muss jetzt, wo wir das auf viele Knoten erweitern, muss jeder Rollenübergang plötzlich eine clusterweite Transaktion werden. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ich hier so eine Kette habe aus drei Secondaries heraus, muss die DLBD sicherstellen können, dass wenn Sie versuchen, an dem einen Ende der Kette und am anderen Ende der Kette gleichzeitig Primary zu werden, dass die DLBD sicherstellt, naja, es klappt nur bei einem. Ja. Ja, und das sind dann halt so die kleineren Problemchen, die man zu lösen hat, was auch dann zu dieser Implementierungszeit führt. Wir arbeiten jetzt bald seit über 2 Jahren an DLBD-9. Ja, auch ein interessantes Problem ist das Zusammenhängen von existierenden Partitionen sozusagen, weil das, was hier dargestellt ist, ich habe hier zwei Partitionen, jeweils bestehend aus zwei Knoten, aber unten die Primaries und ich möchte jetzt eine Verbindung zwischen den beiden Secondaries herstellen. Auch das kann ich nicht erlauben in DLBD. Ja. Das heißt, auch das muss fehlschlagen erstmal. Ja. So, ich habe hier ein paar Slides, die jetzt zeigen, wie das Ganze vom Objektmodell sich weiterentwickelt hat. In DLBD 8.3 gab es eigentlich nur ein einziges Objekt, die DLBD Resource, wie Sie es aus dem Konfigurationsfile kennen. Das wurde dann direkt abgebildet auf die Minor Number im Kernel-Treiber. Mit dem 8.4 kam dann dieses: Eine Resource kann Multiple Devices enthalten, Konzept dazu. Ja, wie schon erwähnt, bei manchen Anwendungen kann ich das ganz gut brauchen, dass ich mehrere Devices zusammengehörig spiegle. Und das ist sogar ganz wichtig, weil angenommen, man spiegelt eine Datenbank mit einem asynchronen Protokoll, dann muss ich wirklich sicherstellen, dass alle Volumes, die ich für diese Datenbank verwende, sozusagen gleich weit in der Replikation sind. Ja? Und das wird dadurch sichergestellt. Ja, ein anderer Anwendungsfall wäre natürlich, wenn ich mehrere Disken einer virtuellen Maschine spiegle, dann will ich das auch als mehrere Volumes in einer Ressource machen. Ja, mit DLBD-9 ist das etwas komplexer geworden. In dem Moment, wo ich halt hier eine Verbindung einführe, das heißt, jede Ressource kann jetzt beliebig viele Verbindungen, also beliebig viele eben bis zu 32 momentan, haben, dann entsteht auch intern dieses Peer-Device-Objekt.
hat man jetzt auf der Konfiguration nicht wirklich das damit zu tun. Allerdings, man hat damit zu tun, wenn man DRBD steuert. Sie kennen ja das DRBD-ADM-Kommando. Da habe ich diese Kommandos wie up, down, attach, connect und so weiter. Wenn ich die ganze Ressource meine, gebe ich einfach die Ressource an. Wenn ich ein Volume meine, Schrägstrich Volume Number dahinter. Jetzt in DRBD 9 kommt dann eben die Connection dazu, Doppelpunkt Connection. Und daraus ergibt sich, dass es auch das doppelte Ding geben muss. Also spezifizieren bestimmtes Volume über eine bestimmte Connection. Passiert zum Beispiel dann, wenn ich einen Online-Verify-Trigger. Dann muss ich sagen, Online-Verify in der Resource, dieses Volume zu dem Gegenüberknoten. Ja. Okay. Wie schaut das Ganze auf der Ebene des Konfigurationsfiles aus? Hier habe ich ein Beispiel mit Orange, jetzt die neuen Teile. In diesen Host-Sections kommen jetzt die Node-IDs dazu. Das sind jetzt kleine Integers, eben momentan 0 bis 33, haben keine weitere Magie, außer dass ich die vergeben muss. Neu sind auch diese Connection-Sections. Damit gebe ich an, wo Verbindungen laufen sollen. Es ist hier im Beispiel jetzt nicht drinnen, aber ich könnte hier auch noch Portnummern spezifizieren. Ich kann bei jeder Connection angeben, ob synchron oder asynchron und so weiter. Ja. Ja, das Einzige, was hier noch zu sagen ist, diese Node-IDs sind wirklich fix zu vergeben und man darf auf keinen Fall auf die Idee kommen, die irgendwie zu ändern, nachdem so ein Ding mal initialisiert ist. Ja, nachdem klar ist, dass man eigentlich meistens eine Mesh-Konfiguration verwenden wird, haben wir dann hier auch dieses Keyword, dass das jetzt erlaubt, schneller zu spezifizieren. Man sagt einfach Connection Mesh, gibt x Knoten an und er bildet den Mesh daraus. Ja. Eine Konsequenz aus dem Ganzen ist auch, dass DRBD jetzt mehrere Verbindungen über einen und denselben Port fahren kann. Ja. Sonst ist noch zu sagen, sämtliche Konfigurationsfiles, die für ältere DRBD-Varianten geschrieben worden sind, funktionieren auch in DRBD 9 noch. Also sprich eine 8.4-Konfiguration, die keine Connection-Section hat, hier wieder einfach implizit eine erzeugt. Das heißt, beim Vorwärtsmigrieren brauchen Sie einfach nur DRBD-ADM-Dump. Sie erhalten faktisch die neue Konfigurationsfile-Syntax, legen das am besten in das File ab und damit ist der ganze Upgrade relativ schmerzfrei passiert. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Im Konfigurationsfile ist ab jetzt auch drinnen, dass Knoten als diskless konfiguriert werden können. Das war bisher nicht möglich. Bisher ist man in den Zustand nur gekommen, wenn eben eine Disk ausgefallen ist oder wenn Sie die mit Attach wirklich abgehackt haben und auch den Connectionless Node. So, aber zu den beiden Themen komme ich dann später nochmal zurück. Ja, ein anderes hübsches Feature ist das Automatic Promote in DRBD 9. Was bedeutet das? Bisher mussten wir diesen Rollenwechsel explizit machen. Das heißt, Sie haben halt ein Kommando eingegeben, DRBD ADM Primary, und danach konnte man auf das Block Device zugreifen, also mounten und so weiter. Oder haben dieses Primary-Machen eben über den Pacemaker automatisiert. In DRBD 9 kann man dieses Automatic Promote aufdrehen. Dann ist es so, da wo zuerst geöffnet wird, der Knoten ist Primary. Ist jetzt speziell für die Integration in die diversesten Cluster-Manager sehr angenehm, weil es das wesentlich vereinfacht. Ja, nicht nur im Pacemaker, sondern auch
bei den vielen anderen. Ja, was ist im Bereich der Resynchronisation neu in DRBD 9? Ja, wir haben jetzt einfach mehrere Verbindungen. Das heißt, ein Knoten kann Sync-Source gleichzeitig für mehrere Peers sein. Ja? Das passiert ganz einfach, wenn man das DRBD halt aufsetzt in so einer Drei-Knoten-Konfiguration und ich diesen initialen Resync anstarte. Das passiert ja, indem ich einen Knoten auf Primary force. Das heißt, er wird dann für mehrere gleichzeitig Sync-Source. Ja, kein großes Ding. Kann ich als Sync-Target auf mehreren Verbindungen gleichzeitig Sync-Target sein? Macht wenig Sinn. Hier ist es so gelöst, dass wenn jetzt ein Knoten nach einem Ausfall wieder dazukommt, dann baut er zu den anderen Verbleibenden im Cluster nach der Reihe die Verbindung auf. Und beim ersten wird er schon feststellen, ich war eine Zeit lang weg, ich muss mich jetzt aufsynchronisieren. Das heißt, er wird Sync-Target diesem ersten gegenüber. Und mit den weiteren Verbindungen, die er aufbaut, trifft er eigentlich dieselbe Entscheidung, er muss Sync-Target werden, nur wird dort dann mal die Synchronisation in diesen Pause-Zustand gesetzt. Und sollte die aktive Verbindung, über die Synchronisation gerade läuft, wegbrechen, dann springt halt einer von den anderen automatisch ein und so weiter. Es gibt sozusagen auch einen neuen Grund für eine Resynchronisation. Den gab es einfach bisher überhaupt nicht. Das kommt einfach daher, wenn ich in zwei Richtungen spiegel, ist es ja nicht garantiert, dass ich in beiden Richtungen immer gleich weit bin. Ja? Jetzt können Sie sagen, naja, wenn ich synchron spiegel, dann bin ich immer gleich weit bei den Completions. Aber ich kann ja hier tausende von Blöcken sozusagen im Schreibvorgang haben. Und angenommen, zu dem oberen Secondary geht das Ganze sehr schnell über das Netzwerk und zum unteren Secondary habe ich gerade ein Netzwerkproblem, dann kann ich hier unterschiedlich weit sein, obwohl diese Writes noch gar nicht abgeschlossen sind. So, wenn mir dann der Primary crasht, dann müssen sich diese beiden Secondaries ausmachen, was nun? Genau, das heißt, auch das ist implementiert und gelöst. Das ist dann sogenannte Reconciliation Resync. Der ist sehr schnell. Sie können das höchstens im Logfile lesen, so beim Live-Zuschauen erwischt man das kaum. Aber ist eben ganz, ganz wichtig, dass uns diese Knoten nicht auseinanderlaufen. Ja, das waren nun so die Eigenschaften, die sich am DRBD selbst geändert haben mit der Version 9. Was kann man mit diesen neuen Eigenschaften eigentlich erzielen? Ja? Welche neuen Use Cases ergeben sich daraus? Ein möglicher Use Case ist, ich kann mir hier sozusagen einen Storage Pool aufbauen aus einer Menge von Storage Servern. Ich kann ein Data-Tier aufbauen oder ein Application-Tier, wo ich dann einfach nur mit diesen Daten arbeite. Ich kann DRBD dann faktisch als Access-Protokoll in diesem Storage-Pool verwenden, als auch als Replikationsprotokoll. Ja. Das heißt, hier ist die Idee, diese Application-Server, die würden alle sozusagen diskless DRBD betreiben, via Primary und hat dann zwei Sekundäre mit Disk einfach in dem Storage Pool. Ja? Und wer sich die Mühe macht, die Pfeilchen zu verfolgen, ich hoffe, ich habe es so gezeichnet, dass jeder Primary genau auf zwei Storage Servern seine Daten ablegt. Und das Ganze funktioniert dann halt natürlich mit all den Features, die DRBD so bietet. Das heißt, Load Balancing beim Lesen, geschrieben wird halt, indem beide
Storage-Server gleichzeitig beschrieben werden. Falls irgendwas ausfällt, kümmert sich DBD um alles. Ja, Scale-out, natürlich das ganz große Thema. Wie macht man Scale-out dann in so einem Setup? Also jetzt diese drei Nodes, stellen Sie sich vor, das ist der Storage-Tier aus der vorigen Folie. Und die Farben seien jetzt einzelne Volumes, die ich da halt habe. Dann habe ich das Gelbe dreimal, das Grüne dreimal und das Hellblaue dreimal gespiegelt. Wenn ich da jetzt einen neuen Server dazu fahre, dann hat der mal den ganzen Platz sozusagen. Dann würde ich einfach mal das um den Knoten erweitern, dieses Ressource. Genauso mit dem. Dann fange ich hier mit einem neuen Volume an und sage, eigentlich hätte ich das auch gern repliziert und ich nehme bei den anderen das wieder raus. Und so habe ich das Scale-out realisiert hier in so einem DBD9 Setup. Nun sagen Sie sicher, naja, okay, funktioniert ja von dem, was DBD9 hier kann, aber die eigentliche Krux steckt hier im Management. Ja. Ich muss den Überblick über meine Konfigurationsfiles haben, ich muss meine Konfigurationsfiles auf die einzelnen Knoten spielen, ich muss DBD-ADM richtig verwenden. Ja, wie kriegen wir das hin, ohne dass wir die Leute ständig zu Limbit auf Schulung schicken? Hier haben wir ein Projekt in Vorbereitung, das nennt sich DriptManage. Das ist eben eine Provisioning-Solution. Das, was dann dabei rauskommt, ist so eine, ich nenne es mal LVM-artige Syntax. Das heißt, Sie werden dann einfach sagen, DriptManage, create volume, die Größe, der Name, die Redundanz, zweifach, dreifach, fünffach, was auch immer. Und das kümmert sich dann darum, dass halt in Ihrem Pool, und da wird erwartet, dass auf jedem Server in dem Pool halt ein LVM vorliegt, wird ein entsprechendes LV erzeugt, die DBD-Konfigurationen vorgenommen und los geht's. Sie können das Ding verwenden. Das Ganze ist in Python implementiert und die Metadaten, die dieses Ding verwendet, sind sozusagen in einem DBD-Volume, das sich über den ganzen Cluster spannt, selbst repliziert. Ja, ja. Ganz fertig ist das noch nicht, aber es wird dann auch, also wenn wir mit dem DBD in die Release-Candidate-Phase kommen, mit dem DBD 9, dann wird auch dieses Tool hier zur Verfügung stehen. Ja, so, wie geht's weiter in der DBD-Entwicklung? Ein heißes Thema ist natürlich die Integration nach Upstream, also nach Linux Upstream. Wir sind ja seit 2.6.33 mit dem DBD 8.3 im Linux-Kernel vorhanden. Das DBD 8.4 ist jetzt mit dem Kernel 3.8 nach Mainline gegangen. Und ja, auch DBD 9 wird nach Mainline gehen, aber erstmal muss es fertig werden. Und auch ist die Integration nach Upstream ja nicht so einfach. Ja, und abgesehen davon, nachdem DBD 9 mal stabil ist, weil die Hauptentwicklungsphase von DBD 9 ist eigentlich abgeschlossen. Die Features sind in place. Was jetzt noch fehlt, ist, dass es stabilisiert werden muss. Ja, danach haben wir auf der Roadmap, dass wir redundante Connections zwischen zwei Nodes machen werden. Hier ist noch nicht ganz klar, wenn das Multipath TCP schnell genug vorankommt, dann werden wir natürlich darauf verzichten, das in DBD neu zu erfinden, sondern das Multipath TCP verwenden. Support für Request Relaying, das erlaubt dann interessantere Architekturen. Wenn ich angenommen einen Pool aus synchron replizierten Maschinen habe und irgendwo aber noch
asynchron in einem Disaster Recovery Rechenzentrum noch eine weitere Kopie haben will, dann müsste ich, so wie die DBD heute ist, von jedem Primary auch in das Disaster Recovery Center meine Verbindungen haben. Das will man eventuell nicht unbedingt haben. In 9.0 wird man sich dann mit Stacking weiterhelfen. In 9.1 werden wir dann dieses Request Relaying drinnen haben. Auch ein immer wieder interessantes Thema ist dieses gemischte Cluster aufzubauen. Ja? Denn damit, dass eben Blade Centers immer mehr so in den Datencenter Einzug finden, habe ich dort die Möglichkeit, dass diese Blades eben Shared Disks haben in dem Blade Chassis und dann sagen uns die Kunden, ja, wir wollen hier die Shared Disk verwenden, aber diese Shared Disk gespiegelt haben. Und wenn man sich das mal überlegt, eine Shared Disk, da können auf verschiedenen Knoten kann drauf geschrieben werden, das dann auf ein anderes Blade Chassis zu spiegeln, ist auch absolut ein interessantes Problem. Ja. Mit DBD 9.0 werden wir mal Support für zwei Primaries haben. Wir werden dann auch Support für mehr als zwei Primaries dazufügen, wobei hier ist das Anwendungsszenario eigentlich nicht so interessant, weil, wie man schon irgendwie im Tenor der gesamten Konferenz heraushört, so an die Shared Disk Cluster, an die Shared Disk Cluster Filesysteme, die sind so ein bisschen nicht mehr en vogue sein. Ja. Gut, ich habe es eingangs erwähnt, für das DBD 9 muss ich die Bitmap-Slots beim Erzeugen der Metadaten anlegen, spezifizieren, wie viele ich da haben will. Mit 9.1 werden wir das auch dynamischer machen. Das heißt, da kann ich dann die Bitmap-Granularität zur Laufzeit ändern und damit auch die Anzahl der Peers zur Laufzeit ändern. Ja, und last not least, in dem Moment, wo ich jetzt mehrere Knoten beschicken kann von einem Primary weg, ist es natürlich verdammt interessant, nicht mehr TCP zu verwenden. Weil, wenn ich TCP verwende, habe ich den Nachteil, ich fahre wahrscheinlich über eine Netzwerkkarte zu einem Switch über ein Kabel mehrere TCP-Verbindungen und schicke dieselben Daten über diese TCP-Verbindung. Ja, irgendwie wäre es auch viel eleganter. Ich schicke ein Paket raus zum Switch und der Switch sagt, okay, dieses geht an drei Empfänger. Das wäre UDP-Multicast. Ja, also sicher ein heißes Thema für uns. Und das werden wir uns auch ganz bestimmt anschauen. Ja. So. Haben Sie Fragen bis zu dieser Stelle? Überhaupt keine Fragen. Perfekt. Ja, dann werde ich jetzt so ein bisschen dir mit den Neuen herzeigen, wie sich's denn anfühlt. So. Dazu muss ich hier ein wenig umkonfigurieren. Hier sind wir schon. So, ich habe hier so eine etwas speziellere Virtualisierungstechnologie, dieses UML am Laufen. Hier drei virtuelle Maschinen. Und ich zeige hier jetzt mal meine Konfiguration her. Sollte wie ein DBD-Konfigurationsfile ausschauen. Wir haben hier eine Ressource-Definition. Ich habe hier nur eine einzige Volume. Ich habe dann drei Knoten drinnen. Die Port-Angabe direkt hier bei diesen Address-Statements. Ein Connection-Mesh. Ein paar neue Optionen. Ja. Ich habe es auch gleich konfiguriert gelassen.
Bisher hat man ja den DRBD-Status hauptsächlich in dem PROC DRBD angeschaut. Das haben wir jetzt geändert. In dem PROC DRBD findet sich nur mehr ganz wenig Information. Dafür gibt es jetzt dieses DRBD-Setup-Status-Kommando. Das ist jetzt so zu lesen, wir haben eine Ressource R0 und auf dem lokalen Knoten ist die Rolle Secondary. Die Disk ist up-to-date. Und hier sind noch ein paar Counter eingeblendet, weil ich hier diese Statistics-Option verwende. Dann habe ich hier den Peer UML2. Dort ist es ebenfalls Secondary. Den Peer UML3. Dort ist es ebenfalls Secondary. Und so weiter. Und auf den anderen Knoten habe ich eben die jeweils andere Sichtweise davon. Ja. Es ist auch Automatic Promote aktiviert. Das heißt, ich kann jetzt, ohne das Ding auf Primary zu schalten, einfach hier mal darauf zugreifen, indem ich das mounte. Ja, ich sehe, die Rolle hat sich geändert. Und okay, hier liegt noch ein Pfeil rum. Ich kann da jetzt mal ein neues File anlegen. Das ist ein Ding mit 100 Kilobyte. So. Genau. Ja, und wie schaue ich mir jetzt an, dass das auf meine anderen Knoten repliziert worden ist? Ich würde dieses Filesystem hier anmounten und auf einen der anderen Knoten einhängen. Ja, und hier ist dann dieses File 6 vorhanden und so weiter. Ja. So, ich sehe, ich war etwas schneller als der Zeitslot, der mir hier zur Verfügung steht. Noch einmal der Aufruf nach irgendwelchen Fragen in der Richtung. Bitte. Also was passiert denn genau über diese Verbindung zwischen den beiden Secondaries? Ich meine, diese Reconciliation passiert da? Und passiert da sonst noch was drüber? Ich weiß nicht, in diesem Mesh zum Beispiel gibt es so viele Verbindungen und da fragt man sich, was passiert eigentlich über diese Verbindungen? Ja, ja. Genau, solange der Knoten secondary ist, passiert da wirklich nicht viel drüber. Also einerseits die Reconciliation, Resync, also falls beide feststellen, ein Primary ist verschwunden. Für den Fall, dass ich einen Knoten Primary mache, gibt es so eine clusterweit koordinierte Aktion. Und da passieren dann auch ein paar Pakete über diese sekundäre Verbindung. Aber da passiert sehr, sehr, sehr wenig drüber. Ja. Also man könnte es ohne weiteres über irgendwelche Warnstrecken legen und hat da kein Problem damit. Naja. Die sekundäre Verbindung. Weitere Fragen? Ja. Also was vielleicht noch ganz interessant wäre, wenn man jetzt halt so eine alte DRBD-Version dann hat und darauf migriert, gibt es dann irgendwas Spezielles, was man noch beachten muss oder geht es dann doch sehr zügig dann? Ja. Also für den Fall, dass ich keines der neuen Features verwenden will, ist die Migration fast trivial. Ja? Das heißt, ich würde einfach am Sekundäre anfangen, die Ressource runternehmen, das neue Paket installieren, den neuen Treiber laden, mit DRBD ADM ab, das wieder aktivieren, das verbindet sich fertig. Ein Schritt noch und ich muss die Metadaten mit CreateMD faktisch anlegen, nur das CreateMD sagt mir dann, oh hoppla, hier sind ja 8.4 Metadaten, willst du die nicht doch vielleicht konvertiert haben? Dann
gibt man da Yes ein und dann werden die konvertiert statt neue initialisiert. Und dann starte ich den Treiber, das verbindet sich, Upgrade abgeschlossen. Dann mache ich einen Rollenwechsel in dem Cluster und mache denselben Vorgang wieder am Secondary. Nur dann habe ich halt noch nicht die Möglichkeit, weitere Secondaries dazuzuhängen, weil mir einfach dieser Bitmap-Slot in den Metadaten fehlt. Ja. Um das zu erreichen, müsste ich halt in diesem Upgrade-Vorgang sicherstellen, dass ich irgendwie neuen Platz für die Metadaten habe. Also sprich, bei internen Metadaten muss ich dann das Backing-Device ein bisschen vergrößern. Und in dem Schritt, wo ich die Metadaten für das DBD9 anlege, muss ich eigentlich die alten Metadaten dumpen und den Dump ins 9er Format überführen und dann restaurieren. Und dann hätte ich hier die Möglichkeit für einen weiteren Secondary. Ja, auch interessant wird es natürlich, wenn man ein Stacked Setup in ein 3-Knoten-Setup von DBD9 umwandelt. Weil da hat man eine kompliziertere Operation mit den Metadaten. Aber wir werden halt eine genaue Dokumentation und ein Skript, was einem eigentlich diese Arbeit abnimmt, da dann beilegen. Also wie wir es machen wollen, ist klar. Bitte, hier eine Frage. Wenn man jetzt nur 2 Nodes braucht, gibt es dann andere Gründe, auf DBD9 zu wechseln? An dem Tag, wo DBD9.0 erscheinen wird, wird es die noch nicht geben. Ja. Aber es ist natürlich so, DBD8.4 wird jetzt nicht endlos lang weiterentwickelt werden, sondern zu dem Zeitpunkt, wo DBD9 stabil ist, wird halt DBD8.4 noch, ich sage mal, featureseitig wahrscheinlich noch 1,5 Jahre sozusagen am Leben erhalten, dass wir dort alle Features nachziehen. Und dann wird es einfach in einen Maintenance-Mode gehen, wo wir nur noch Bugfixes machen und so weiter. Das heißt, dann wird es irgendwann interessant, auf 9 zu switchen. Ja. Ich meine, dieselbe Situation ist jetzt mit 8.3 und 8.4. Ich weiß nicht, ob es wer verfolgt hat. In 8.4 haben wir jetzt eine ziemlich coole Optimierung drinnen, was das Activity-Log angeht. Das ist speziell für SSDs sehr brauchbar. Also wenn man jetzt eine Fusion.io betreibt und man hat ein DBD drauf, dann kann ich mit Random Write Access ein Pattern produzieren, wo ich halt durchs DBD auf wenige tausend IO-Ops gebremst werde. Und dann haben wir im 8.4 eine Optimierung eingebaut, die halt für SSDs da ist. Und dann komme ich dann mit demselben Test, was zugegeben ein Worst-Case-Test ist, aber die sind ja interessant, auf 50.000 IO-Ops. Ja. Und solche neuen Dinge fließen einfach ins 8.3 nicht mehr zurück. Ja. Das heißt, es macht dann nach einer gewissen Zeit Sinn, einfach von 8.3 nach 8.4 zu migrieren, auch wenn man Multiple Volumes nicht braucht. Und dasselbe Zustand wird halt mit 8.4 nach 9 eintreten, ich behaupte mal in einem Jahr oder so. Oder 2. Eine Frage zur Pacemaker-Integration. Wir haben das ja in Pacemaker im Augenblick, dass ein DBD-Device immer über eine Master-Slave-Ressource zu behandeln ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte man sich das mit DBD9 sparen, durch das Auto-Promote-Feature. Aber wie ist der Ansatz? Ist denn die Idee, dass Pacemaker sich um das DBD einfach überhaupt nicht mehr kümmert? Ja, also den Master-Slave-Resource-Agent werden wir auf jeden Fall mal weiter pflegen. Aber, absolut korrekt, ich kann dann mit DBD9 in einem Pacemaker einfach auf die Steuerung von DBD verzichten. Ich starte DBD über das Init-Skript und habe dann halt mein File-System-Resource-Agent, der irgendwo das File-System mountet. Und im Mounten wird das DBD promoted. Das heißt, das vereinfacht die Pacemaker-Konfigurationen radikal. Ja, also der Grund, warum wir dieses Feature gemacht haben, ist,
Integration mit Veritas Cluster Manager, Integration mit RG Manager von Red Hat, Integration mit weiß der Teufel was. Dort überall die gleichen Hürden zu nehmen wie beim Pacemaker, es macht keinen Spaß. Okay. War hier noch eine Frage? Ja. Gibt es schon einen Zeitplan, wann das circa dann stable sein wird, das DBD9, oder was ist da der Wunsch und realistisch? Ja, Zeitpläne sind immer schwierig. Der Wunsch ist, dass wir diesen Sommer in die heiße RC-Phase kommen. Ob dann die Final, ich sag mal, im Juli oder im September, das ist ein bisschen schwer abzuschätzen, wie gut das dann halt mit der Stabilisierung vorangeht. Aber feature-wise wird jetzt nichts mehr passieren. Ja. Also das, was ich jetzt da hergezeigt habe, das ist diese Pre-Release 2, die ging diese Woche raus. Und ja. Ja, genau. Und spannende Fronten sind natürlich auch, wie schnell das mit dem DRBD-Manage vorangeht, weil das DRBD-9 alleine mit den Konfigurationsfiles zu verwenden, ist natürlich, weil ist interessant in seiner eigenen Art und Weise, aber viel spannender ist es dann für solche größeren Storage-Pools sozusagen auf dieses DRBD-Manage zurückzugreifen, wo ich einfach sage, ich will es nicht händisch mir überlegen, auf welchen Server kommen jetzt die beiden LVs, sondern das macht dann dieses DRBD-Manage-Tool für mich. Da habe ich dann ein ganzes Server-Pool und jeder hat halt in seiner Volume-Group so und so viel Platz und ich sage einfach, ich brauche eine neue, dreimal replizierte Volume. Und das kümmert sich drum. Ja. Hier war noch eine Frage. Wie verhält sich das bei dem Diskless Primary bezüglich dem den lokalen Lese-Performance? Weil das war ja beim DRBD 8 jetzt ganz gut, dass man da lokale Platten eigentlich hatte. Ja. Und wird da das Caching weiterverwendet oder wie ist die Lese-Performance dann in so einem Setup? Ja, genau. Gelesen wird dann halt übers Netzwerk. Einfach mit allen Implikationen, die das hat. Ja. Diese Slide war jetzt gedacht, um halt dieses Konzept des Storage Pools wirklich herzuzeigen. Ja. Ich kann sozusagen die beiden Ebenen, die ich auf diesem Slide getrennt hatte, auch zusammenschieben und sagen, ich verwende das gleiche Set, das gleiche Pool an Nodes für die Provisioning des Storage und für die Hypervisoren oder sonst was. Ja. Dann habe ich gar nicht den Fall, dass ich diskless bin. Ja. Und was ich halt immer mehr beobachte, das Netzwerk ist jetzt auch nicht mehr das Bottleneck meistens. Ja, weil die Kunden rollen ihre 10 Gigabit Netze aus. Wir haben Kunden, die halt dann speziell fürs DRBD 40 Gigabit Ethernet einsetzen. InfiniBand finde ich an jeder Ecke sozusagen. Die Latenz von diesen Netzwerktechnologien ist absolut vernachlässigbar gegenüber der Latenz der Storage-Technologien. Ja. Also gut, bei SSDs hält sich dann fast wieder die Waage. Ja, also ist dann einfach in dem Fall abzuschätzen, wie man seine Architektur aufbaut. Ja. Ja, ich habe schon zweimal InfiniBand erwähnt. Auch InfiniBand wird für uns noch ein heißes Thema, weil InfiniBand RDMA und es gibt ja jetzt auch dieses Ethernet for Converged Data Centers, irgendwie so ähnlich. Wiki ist dann die Abkürzung davon. Das ist einfach ein Standard, wo es darum geht, dass man von der Hardware her ganz normales Ethernet einsetzt. Ich glaube, ein bisschen Switches mit einem bestimmten Feature-Set und dann kann man RDMA über Ethernet fahren. Und auch das wird für uns ein heißes Thema.
sicherlich in den nächsten Jahren. Weitere Fragen? Okay. Tja, anscheinend ist DRBD ein Thema, das wirklich gut verstanden wird. Ja, dann recht herzlichen Dank für den Vortrag, Philipp. Danke. Okay, jetzt sind wir ein bisschen früher fertig, aber bis 10.45 Uhr haben wir jetzt Pause. Ich möchte nur ganz kurz noch daran erinnern, an den Checkout zu denken bis 11 Uhr, dass das...